Also ich bin zu dem Thema gekommen durch damals meine erste Klientin, da kann ich mich noch total gut erinnern. Das war echt für mich damals sehr erschütternd. Die hatte früher sexuelle Gewalt erlebt und ich habe dann gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und habe auch meine damalige Abschlussarbeit dazu geschrieben und bin dann an dem Thema wirklich ganz stark dran geblieben. Es hat mich einfach sehr fasziniert, habe dann auch dazu promoviert und später dann bin ich über das Thema Trauma zur Beziehungsgestaltung gekommen, weil die Beziehung so eine wahnsinnig wichtige Rolle im Traumabereich spielt und habe dann dazu habilitiert und bin auch immer noch fasziniert von dem Thema. Ich glaube auch tatsächlich, dass für die Fachkräfte der sozialen Arbeit und Pädagogik auch wirklich eine große Rolle spielt, weil zum Beispiel stationären Jugendhilfe sind 80% der Kinder und Jugendlichen traumatisiert, das wissen wir, und 60% sogar mehrfach, also durch komplexe Traumata. Und da über Trauma und über Bindung und Beziehung Bescheid zu wissen, ist einfach wahnsinnig wichtig für die Praxis. Also so erlebe ich das zumindest in den Fort- und Weiterbildungen.